zurück in der Wildnis, zurück mit The Witcher 3. Moin Moin, hier ist der Angelus. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode von Hearts of Stone. Wir kümmern uns mal um die Quest von dieser Dame, die ein Kläuwert vermisst. Vorher gehe ich aber nochmal hier in die Siedlung. Oder hier ist auf jeden Fall auch so ein kaputtes Haus. Da ist vielleicht noch ein Monster oder ein versteckter Schatz. Das gucken wir uns vorher an, weil es auf dem Weg liegt. Und dann geht's zur nächsten Quest. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Danke. Nur die Pflanze mit. So. Und vielen, vielen Dank für die tägliche Unterstützung bei dem Projekt mit Kommentaren und Daumen nach oben. Dankeschön. Ja, erwähne ich immer wieder, weil das immer gut ist für die Videos, damit sie vielleicht noch besser verteilt werden auf YouTube. Interaktionen sind halt das Wichtige. Auch wenn es vielleicht ein bisschen lästig ist, wenn ich das immer erwähnen muss, aber anders geht's da nicht. Hui, und Hunde. Ey, du blöde Arschtöle, ey. So. Der hat mich gebissen. Da kommt noch ein Hund, oder? Da drüben ist auf jeden Fall noch ein guter Punkt. Kommt er hierher? Nee? Weil es besser ist. Okay. Die haben nur Mist droppen lassen. Rohes Fleisch. Doch, das ist doch ein Wildhund. Okay, dann kommst du auch noch. Bam. Okay, das Fragezeichen ist hier auf der Seite. Diese Pflanzen sind cool. Schiebt richtig viele rum. Die meiste Zeit, finde ich, in The Witcher regnet das. Oder ist Sturm, ey. Oh, das sind Erscheinungen. Mist. Dann auch noch so viele. Das ist ein versteckter Schatz hier oder so, ne? Ja. Okay. Sie haben mich entdeckt. Ja. Wow, eine Erscheinung, sag ich doch. Oh, die hält aber gar nicht aus. Die erscheinen mir aber recht schwach. Die sind doch nur 29, jetzt sehe ich das. Wenn die so niedrig sind, gehören die gar nicht zum DLC, oder? Ah, guck mal, jetzt habe ich den Ort gereinigt und jetzt kommen die Einwohner hier wieder zurück. Ja, ja, da kommen sie wieder angeschissen. Die gehen aber auch, ey. Der eine denkt auch, er ist der Obermacker. Von seinen Bewegungen her. Toll, jetzt hast du mich wieder woanders hingestellt, ne? Jetzt finde ich doch hier nicht, wo ich gerade die Erscheinungen platt gemacht habe. Wo habe ich gegen die gekämpft? Die haben ja noch Scheiße fallen lassen, die ich aufheben will. Ohne Witz. Von wo bin ich eben gerade gekommen? Immer dieses blöde Umgesetze. Ich bin von hier gekommen, also müssten die doch hier irgendwo hinter mir sein, oder? Da war so ein anderes Feld mit Korn. Und da habe ich noch die Hunde besiegt. Da liegen die. Mann, Mann. Voll gemein. Da ist nämlich auch eine Kiste gewesen. Im Loch. Hier sind sie. Die Erscheinungen. Na, das will man ja natürlich alles nicht liegen lassen, ne? Mutagene und so. Die sind so wichtig. Dankeschön. Jetzt gucken wir hier nochmal, was hier ausgebuddelt wurde. Aha, Silbererz. Mark Dairas Kyras. Brauche ich nicht. Überlegenes Schwert aus Dol Blatana. Auf jeden Fall ein guter Name. Die graue Rüstung kannst du behalten. Nicht auf die Karte. Da. Es ist ein Schwert für Level 34, aber dafür, dass die so niedrig waren, ist das Schwert aber hoch. Es ist eine Stahlwaffe, aber Stahlwaffe habe ich hier noch das Bessere, ne? Wobei? Die ist richtig in Arsch. 336 Angriff, natürlich nicht so schlecht. Kritischer Trefferbonus habe ich mehr. Da ist leider keine Crit-Chance drauf auf dem anderen Ding. Bonuserfahrung bei Humanoiden und Bonusgeld. Ist von den Stats hier eigentlich ganz cool mit Bonusgeld und Bonuserfahrung 4% 2. Das ist cool. Hm. Bin ich mir unsicher. Immer so viel Arbeit, dann immer aus der einen Waffe das andere wieder rauszubauen, was man gerade reingesockelt hat, in den anderen wieder reinzubasteln und so. So, da war nur ein Kräuterhändler. Okay, dann gehen wir jetzt zur Quest. Wo
der Mord an Kloiwart aufgedeckt werden muss. Das ist gleich hier bei den Häusern. Das Wetter klart auch schon wieder auf. Das ist doch schön. Die Sonne kommt hinter mir raus. Oder da, da ist sie schon. Kämpf dich durch die Wolken, Sonne. Du schaffst das. Ghule! Wie? Okay. Das Silberschwert wird heute ganz schön wieder strapaziert. Der erste ganzen Spinnen. Jetzt auch wieder Ghule. Oh. Hey, ich hab mein Schild. Nee, da weiche ich ja aus. Von hinten kommst du schon mal gar nicht hier. Okay, da kommt der nächste schwere Angriff. Der leuchtet aber ganz gut. Und da fliegt dein Kopf. Was machen die Ghule hier? Na, jetzt nichts mehr. Was macht denn die Ghule hier? Okay, ich schmeiß mal weg das Schwert. So. Aha. Rote Spuren auch. Jetzt sind sie wieder weg. Irgendwann noch rote Spuren. Der Wind heult. Das ist mir auch aufgefallen. Und das sogar ohne Hexersinne. Lösungen. Reagenzien. Okay. Was die da wohl machen? Reagenzien. Der Duft kommt da aus der Hütte. Alchemisten. Bude. Ein Käfig. Oder sowas in der Art. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Okay. Fistech. Fistech. Gekocht. So eine Art mittelalterliches Meth-Labor, oder? Hier liegen noch Sachen. Ein Warnbrief. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche. Narkotika. Narkotika. Aha. Kloiwart. Freund, du musst deine Augen offen halten. Jemand interessiert sich für deine Arbeit. Sie wollen dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich meine Sachen packen und mir irgendwo in weiter Ferne ein Versteck suchen. In Serikanien zum Beispiel. Rodrich. Aha, die waren also im Narkotika-Geschäft. Mit Fistech. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Ja. Also, gehen wir hinter die Hütte mal. Um zu gucken, wo derjenige da hingelaufen ist. Aha. Mach mir Fußabdrücke. Fußspur. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Okay, welche Richtung gehen die? Da lang. Ist aber auf jeden Fall schon eine stillgelegte Siedlung hier. Oder die Ghule haben dafür gesorgt. Jetzt, hä? Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Okay. Die Pflanzen haben das eben ein wenig überdeckt, das Ganze. Da hinten ist irgendwie ein Viech. Aha, hier. Der nächste Haufen. Oh, eine Leiche. Die wurde aber durchbohrt von Pfeilen. Die Narbe oder auf der Stirn. Das muss Kloiwart sein. Bolzen im Rücken. Tief drin. Kam also aus der Nähe. Wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Okay. Armbrustbolzen haben ihn also niedergestreckt. Genau, die Dame hat uns ja gesagt, er hat eine Narbe auf der Stirn. So ähnlich wie Geralt da auch eine hatte. Oder immer noch hat. Daran sollte ich ihn erkennen. Das hat sie gesagt. Hier ist also noch mehr zu finden. Aus Richtung der Siedlung kam Armbrustbolzen. Ah, hier stand der Schütze wahrscheinlich. Von hier hat er den erschossen. Ja, macht Sinn, ne? Heute wieder Detektivarbeit, ich mag das ja auch gerne. Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben.
Schwere Rüstung? Ein Soldat? Schwerer Söldner? Oder ich denke mal ein Soldat oder so. Wieso haben wir immer noch ein Burgendorf? Da ist das Schild. Okay, Pferdespuren. Hufabdrücke, die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Zum Hügel? Da ist immer noch einer. Hm. Werde ich beobachtet. Da sind Wasser... Ertrunkene Tote. Sind ja gerade aus dem Tümpel gekrochen. Lass ich natürlich nicht einfach so stehen. Na, brennt aber gut. Ist gleich der nächste von hinten, war klar. Na, der schwere Angriff ist oft mal immer so ein bisschen zu langsam, wenn man nach dem Ausweichen dann noch schlagen will. Ein paar Konterschläge gehen aber immer. So. Komisch ist, als ich das allererste Mal The Witcher gespielt habe, bin ich mit dem Kampfsystem gar nicht so warm geworden. Aber jetzt hier im DLC, 3 Jahre später, funktioniert das komischerweise ganz gut bei mir, finde ich. Mit dem Ausweichen und Parieren und sowas. Wahrscheinlich aber nur, weil ich zwischendrin so viel andere Spiele gespielt habe. Auch viel Assassin's Creed natürlich. Und, ne? Wisst ihr es ja selbst. So, gehen wir der Spur erstmal weiter. Es geht aber schon wieder runter vom Hügel. Ganz schön weit weg. Ich sehe aber auch niemanden. Wo, also, da war da, ist da vorne ein Turm? Ne, ein Baum. Das ist ein Baum. Wie weit sind die weg? Besiege die Ritter. Da vorne sind sie. Es sind Raubritter. Die haben den erschossen. Au. Die sind natürlich wieder ein bisschen nerviger. Ja, ja. Lass mich noch nicht mal hin. Das sind die Armbrustschützen, ne? Wenn es was gibt, dann sind es Fernkämpfer, ey. Wie willst du sterben? Sag ich dir nicht. Zauberei! Zauberei! Ja, ja, lass deine Kunde raus. Dankeschön. Und du bleibst bitte stehen, ey. Lauf hier nicht weg. Na, den schweren Hammer kannst du nicht kontern, ey. Hier, Hexer! Hexer! Hilfe! Hilfe! Rufst du jetzt deine Mama? Grüß sie mal von mir. Na? Mögt ihr mein Ballett nicht? Wir weiden dich aus. Ja? Wann denn? Stella, verfick doch mal! Na was? Au, er hat mich doch noch getroffen. Na, wie lange soll ich noch warten? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Er ist gerade betäubt. Also können wir nochmal einen schweren mitgeben. Scheiße. Haha. Den haben wir wieder gespalten, ey. Ein Teil liegt hier und das andere ist da hinten, ey. Alter.
Brutal. Übrigens, Leute, das Spiel ist ab 18, also bitte ausschalten. Befehle haben sie wieder gekriegt, eine Questbefehle. So, Donner, ich warne dich. Schnupf noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. Okay, 100.000 heulende Höllenhunde erwarten eure Abholung. Da, der eine Dealer hat also angefangen, das Zeug selber zu nehmen. Und das sollte er natürlich nicht. Nehm niemals das gleiche Zeugs, was du auch verticken willst. Das macht man einfach nicht. So, ich habe mir nochmal einen Schinken rein. Oder ein bisschen Brot oder so. Wovon habe ich denn viel? Was muss unbedingt weg? Ein Schlückchen Bier. Bin ja wahrscheinlich hackedicht hier, ne? Ja, ein bisschen verschwommen sehe ich schon. Mensch, Geralt, du verträgst aber auch echt nichts, ne? Ein Bier. Da hinten ist noch einer, den ich noch nicht gelootet habe. Ein Apfel. Ja, ich hätte da wahrscheinlich den Apfel essen sollen. Gesünder als das Bier. Boah, es geht voll auf die Augen. Was haben wir denn hier? Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Aha. Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in diesem erstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistech herzustellen. Deswegen sind die hierher gegangen. Hallo? So, da ist eine Kiste. Schema unübersetzt, dann nochmal Rüstung von denen. Wieder weitere Befehle. In fremder Sprache verfasst. Achso, ja, das war ja egal. Untersuche das Labor der gefallenen Ritter nordwestlich von Brunwich. Warte mal, Brunwich ist doch da, wo der Runenschmied sich niedergelassen hat. Kann ich das auch miteinander verknüpfen? Zum Runenschmied muss ich ja auch. Ja, guck mal, dann machen wir das auf dem Weg, oder? Hier lang, dahin. Dann hier das Labor durchsuchen. Hier noch und dann gehen wir runter und geben die Jade ab. Boah, ich und meine Pläne, ey. Bogendorf, das andere kann man nachher noch später. Das ist also ein weiterer Weg dahin. Plötze, du darfst heute auch nochmal drin vorkommen im Video. Sag mal hallo. Hallo, Plötze. Hopp. Komm schon, Plötze. Ist er schon da? Wow. Krabspinn. Gepanzerte. Nee, das sind Drohnen. Oh Mist. Die halten aber ganz schön viel aus und sind giftig. Oh, das sind zu viele. Taktischer Rückzug. Sie vergiften mich ganz gut. Plätze. Kann ich nicht aufsteigen? Nein, ich darf nicht aussteigen. Dann laufe ich weg. Da haben wir ganz schön zugesetzt. Ich sollte mir mal merken, wo die sind, falls man die nochmal töten muss oder will. Aua. Das hat mir ja gar nicht gefallen. Was haben wir hier noch? Oh, Banditen! Abgestochen. Wie willst du sterben? Erstmal brauche ich Lebenspunkte, dann oben wieder auch wieder Armbrust schützen. Auch wieder so eine Banditen hier überall. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wie der auch mal parieren kann, ey. Ist es doch nicht dein Ernst. Sollte nicht da auf dieser Treppe kämpfen. Zauberei! Zauberei! Ja, es ist keine Zauberei, es ist Hexerei. Es ist ein Hexer. Das ist ein Unterschied. Hilfe! Hilfe! Ein schwerer Fehler, Hexer! Das war kein schwerer Fehler, das war ein schwerer Schlag, mein Freund. Der kam weg. Zauberei! Ah,
Hey, hey, den kann ich abschlachten. Wenn die einmal das Gleichgewicht verlieren, sind die mich sofort tot. Das spart nämlich ein bisschen Energie. Komm raus aus dem Busch. Komm schon. Was macht denn der da jetzt, ey? Die mit Schild sind so lahmarschig, ey. Echt, das sind immer die Letzten, die morgens aufstehen, ey. Hau den aber ganz schön weg, ey. Was ist eigentlich, wenn ich Axi gegen die mache? Lassen die das Schild fallen? Geht. Geht auch. Also um das Schild doch nochmal wegzukriegen, ist noch vieles möglich. Wir haben aber echt nur Mist dabei. Jeder hat immer irgendwie was zu futtern in den Taschen, ne? Oder Zwergenschnaps. Der gute Brandywein. Was sollte ich denn hier finden bei denen? Die Kiste? Au. Ja, das ist es. Manuskript und der Gräber. Magischer Gegenstand. So ist es, dieser Ort auch fertig. Das war das Fragezeichen. Versteckter Ort, also. Na, Plätze. So, jetzt muss ich noch das Labor untersuchen. Was aber gleich hier daneben sein sollte. Das hier sieht doch nach einem Labor aus. Hallo? Erwartet mich da jemand? Aha. Eine neue Lieferung. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Du mir? Was ist da drin? Dein Ton gefällt mir nicht. Gar nicht. Nee, gefällt mir auch gar nicht. Dein Ton gefällt mir nicht, Bruder. Ich dachte, ich wäre höflich. Aber wenn Manieren versagen, müssen wir wohl deutlicher werden. Das sind so eine Idioten, ey. Hier, Hexer! Hexer! Ah, jetzt wisst ihr doch, dass ich ein Hexer bin, was? Verlieren wir die Nerven. Hört auf, beide gleichzeitig zuzuschlagen. Jawohl, und gute Nacht, mein Freund. Ja, immer um den Maul der Baum. Jai, wenn das aber nicht im Finisher war. Okay, sowas kann passieren, wenn man sich im Ton vergreift. Deswegen, Leute, seid immer höflich. Auch zu Hexern. Oder gerade zu Hexern. Wir hatten hier die Wäsche aufgehängt, ne? Mitten im Regen. So, ihr habt den Schlüssel. Also machen wir mal auf. So. Ach, guck mal an. Das geht in den Berg hier rein, ey. Oder hinein. Fiss dich. Aber die haben wir mal überall. Das ist aber ein geiles Versteck hier. Sind hier noch mehr von denen? Wahrscheinlich... werden doch nicht nur die sein, die draußen jetzt eben waren. Das ist alles höchst entflammbar hier, das Ganze. Nee. Yeah. Da will ich nicht rein in diese Soße. Pennt der? Kann ich den abmeucheln? Hallo? Der greift mich nicht an. Der wird auch komischerweise nicht angezeigt als Gegner.
glaube, der pennt. Der pennt wirklich. Kann ich ihn töten? Ja. Es wird bald vorbei sein. Hier, Hexer, Hexer! Nicht da runterfallen. Ich hab mein Schwert gezogen. Wo ist mein Schwert? Einer weniger. Komm schon. Ah. Komm her, Wichser. Hierher. Okay. Oh, hier sind noch Armbrustschützen. Besiege die gefallenen Ritter? Die sind gefallen? Alter, sind das viele hier. Einer ist weg. Oh, oh. Jetzt ist das Schwert schon wieder gleich in Arsch, ey. Wo ist der Armbrustschütze da? Okay, der ist hinüber. Komm schon. Boah, der mit dem Hammer, ey. What? Hm. Kommt mir nicht so nah. Ich bin der Wirbelmann. Man nennt mich den tänzelnden Tornado. Komm, die Kleinen sollen mal draufhauen, ey. Der andere ballert das Schild immer zu stark weg. Genau so, dann kann ich nämlich den Finisher-Schlag geben. Lass mich raus aus der Ecke. Fehler. Bin gestunt irgendwie. Au. Alter Schwede, ey. Bisschen Schild habe ich noch. So, jetzt nur noch du. Willst du schon mal aufgeben oder lieber nicht? Na, wie lange soll ich noch? Jawohl. Schöner Schlag hier noch am Ende, ey. Oh, eine goldene Saphirkette. Dankeschön. Endlich mal jemand, der was Ordentliches dabei hat. Zum Verchecken. Leere Flasche. Die ist doch wie Flasche leer, ey. Was haben wir hier? In der Kiste? Ah, das war das Schwert. Der? Hm. Ich dachte, das wäre der Inhalt der Kiste gerade. Dass sie nie so Geld dabei haben, ey. Ich brauche mal Geld. Nur diese blöden blauen Schwerter, ey. Jetzt muss ich aber irgendwie, bevor ich die nächste Aufnahme starte, mein Schwert reparieren. Oder ich benutze ein Reparaturkit. Habe ich auch noch welche dabei. Dann brauche ich keine Pause machen. So, wo ist denn das, was ich hier finden soll? Suche die Frau auf, die dich angeheuert hat, um deine Belohnung zu holen. Ach, das war's schon. Die Leute, die Kloibert also auf dem Gewissen haben, die habe ich hier aus abgeschlachtet. Na, sauber. Dann kann ich zu der Frau gehen, wenn ich auch nach Olgierd gehe. Die ist ja bestimmt immer noch auf dem Grundstück. Das ist auch sauber. Also gehen wir hier mal wieder raus. Okay, Leute, das war die heutige Witcher-Folge. Heute ein paar Quests gemacht. Und dann gehe ich in der nächsten Folge runter zum Schmied.
Oder ich gehe hier zum Fragezeichen, dann runter zum Schmied, gebe die Jade ab. Und dann können wir auch Richtung Olgierd gehen, die hier ist. Warte mal, wo ist denn jetzt die Frau? Ach, die will mich in Ochsenfurt treffen, die Frau jetzt. Nicht bei Olgierd. Ja, okay. Aber geh ich trotzdem auch dahin. Dann mache ich hier eine Schnellreise, wenn ich die Jade abgegeben habe. Und gehe dann zur Dame und gebe die dann ab. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß habt hier bei den Witcher-Videos. Ich würde mich freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!